Herzlich willkommen zurück zu Prey mit mir, dem Jan. So, wir sind wieder am Start. Wie ihr seht, lade ich nochmal neu. Für mich ist eine neue Aufnahmesession. Ich hab nicht wieder allzu viel verlernt seit letztem Mal. Let's go. Let's fucking go. Ja, ne, wir haben letztes Mal den Technopath besiegt, Aalreste verwertet, ja. Sonst noch was? Halt galvanische Phantome, ungefähr 4 Stück gefühlt. Ich weiß, sie waren nicht oft hier, aber ich kann sie über ihr Armband verfolgen und von hier aus führen. Das ist ja, schön. Zystoiden ist, Nester. Bei uns sind Gott sei Dank keine. Was ist das? Ein Telepath. Hi. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Der ist aber draußen im All. Schön ist das trotzdem. Moment, die sind in der Sicherheitsstation. Boah. Ich hätte Pistolenmunition herstellen sollen. Hätte gedacht, ich krieg's wenigstens den Ordner da durchgeworfen. Das hat funktioniert, immerhin. So, der Telepath gammelt da draußen rum. Müssen wir auch nicht unbedingt zu der Party einladen, ne? Ein Technik-Operator. Es gab eine Zeit, da brauchte ich euch. Da wart ihr nie da. Jetzt brauche ich euch nicht mehr, jetzt seid ihr da. So, bis auf das jetzt noch Schweinerei ist. Guter Cop, erfolgreicher Cop. Jetzt haben wir hier, wir haben eine Sicherheitsstation, womit wir wieder den Bereichsplan wahrscheinlich runterladen werden. Und können. So, Heckenstufe 2. Da. Easy. Besatzung. Ja, die Besatzung ist jetzt. Können wir wieder einsehen. Techniksteuerung. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, sich bei der Sicherheit an- und abzumelden, wenn sie das Kraftwerk Zugang gewähren. Ah, okay. Es hätte ja auch rein theoretisch noch einen anderen Weg geben müssen. Weil wir ja. Ah, da oben. Wahrscheinlich durch den Lüftungsschacht. Kaffee. Und Tee. Sehr witzig. Sie haben mich gesucht? Ja, was ist mit Michaelas Büro? Ich habe einen Vorfall gemeldet. Der ist bestimmt spannend, aber ich habe keine Zeit. Ich muss eine Mannschaft auf die andere Seite dieses Bruchs bringen. Also, wo liegt das Problem? Das Problem ist, da drinnen ist es dunkler als in meinem Arsch. Der Erdungswiderstand ist defekt. Wechseln Sie ihn aus, dann gibt es Licht. Ist das alles? Hey,
Sie klingen nervös. Was ist los? Ich wollte den Widerstand gestern wechseln. Und? Er ist zu einer Art Pampe geschmolzen. Roch total ekelhaft. Mist, Lan. Das steht nicht in dem Bericht, oder? Ich brauche ein bisschen Schlaf. Meine Schicht ist sowieso vorbei. Vielleicht haben Sie ja mehr Glück. Und Spaß, ich dachte, wir können verborgene Mimics sehen. Ermöglicht die Entdeckung verborgener Mimics. Ah, das zählt, glaube ich, nicht, doch nicht für die Verbesserten, ha? Pfui. Shit. Na gut. Hier sind zwei Neuromods hinter. Das hätte ich also gerne. Und dafür müssen wir den Erdungswiderstand reparieren. Können wir nicht. Was ist denn schon wieder mit dem Sound hier? Hast du das Gefühl, dass da ein bisschen was drin ist, aber... Die Tür ist keine Option. Die Tür öffnet sich nicht. Na, toll. Das geht aber nach unten. Muss doch einen anderen Weg noch reingeben, oder? Warte mal. Ich habe ja vorhin diesen Lüftungsschacht da oben gesehen, ne? So. Let's see. Stört von der Mimik gerade. Ja, okay. Wir kommen dann halt hier raus. Das hilft uns dann. Irgendwie nicht. Weil es gibt ja auch hier oben keinen Zugang. Das finde ich nicht so cool. Ich würde da gerne rein. Ja, okay, bei dem Sound bin ich mir jetzt sicher, dass es Mimics hier drin gibt, aber. Aber die Frage ist doch, wie kommen wir hier rein? Ohne gegrillt zu werden. Hier steht ja alles unter Strom. Wir gehen erstmal weiter. Vielleicht finden wir die Lösung noch. Und vielleicht finden wir neue Mimics. Nice. Ich wollte gar nicht. Nein, ich wollte. Auf die Karte zugreifen. So, da oben sind zwei Operator Dispenser. Ist nichts. Yes. Noch ein Operator Dispenser und unser Ziel. Da ist der Reaktor. Und ganz unten sind Fabricator und Recycler. Okay. Und das ist die Ebene.
sterben da hinten. Ne? Scan abgeschlossen. Hey, große Mimik. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ja, ihr habt mich entdeckt. Große Mimik, noch ein Phantom. Große Mimik hat's erwischt. Ja, das Phantom wohl nicht. Aber nun gut. Dafür aktivieren wir den Schild auf jeden Fall. Nun gut. Eine MP-Ladung. Ja, die Phantomleiche muss doch wenigstens irgendwas abwerfen. Gar nichts? Oh, ist nicht euer Ernst, oder? Zwei defekte Geschütze da und da. Oh, die steht da drin, ist aber richtig Party. Nehmen wir mal. Holy shit. Hier kommt der nicht raus, ne? Alter Schwede, was ein Mimikfest. So, ist der jetzt rein? Jetzt zumindest schon deutlich eher. So, was haben wir hier? Ersatzteillager. Gut, dass wir Hacken 3 können. Erfolgreich. Holy shit, hier ist ein Loch drin. Jetzt liegt Material unten. Neuromod. Simple Pistolenmunition, Schrotpatronen, 3 Stück, das ist gar nicht mal so verkehrt. Erdungswiderstand, danke. Was brauchen wir für oben? Dann nehmen wir das mal mit. Haben wir denn hier unten alles? Die
Hier könnte ich jetzt noch die manuelle Verriegelung aufheben. Tun wir erstmal nicht. Wir könnten noch nach unten gehen. Das tun wir auch erstmal nicht. Wir gehen jetzt erstmal nach oben und setzen den Erdungswiderstand ein. Das finde ich ist ein guter Plan. Vielleicht hört dann oben auch dieses ganze Gebrüssel auf. Hier hört nicht auf. Und die Tür geht nicht mal auf. Temperatur. No oxygen detected. Zero gravity. Ach so, das ist trotzdem. Wir können da trotzdem nicht rein. Ja, hier ist eine Mimik drin, ich weiß. Quizfrage ist doch, wie deaktiviere ich den Strom in diesem Raum? Ich kann da nicht einfach durchlaufen, weil hier dieser komische Verteilerkasten ist. Auf der anderen Seite der Wand, der mich totbrutzelt, wenn ich da durchgehe. Warte. Bringt eine EMP-Ladung was? Zumindest soweit hilft das. Ah. Hier ist ein Poltergeist. Das hier hinten ist ein Zystoidennetz. Wo ist der Poltergeist denn? Bitte die E-Mails lesen, aber das ist keine Option. Kann mir bitte jemand erklären, warum sich mein Paket verspätet? Tut mir leid, Dr. Burger. Das System wurde deaktiviert. Eine Notabschaltung. Wir arbeiten dran. Dieses Paket ist extrem empfindlich. Ich brauche es sofort in der Psychotronik. Wir sind gerade dabei, das Problem von unserer Seite aus zu untersuchen. Das wird noch ein paar Stunden dauern. Ein paar Stunden? Gibt es nichts, was Sie tun können? Nein. Aber da Sie jetzt Zeit haben, könnten Sie Mr. Yu um Erlaubnis bitten, die gesamte Raumstation neu zu starten. Das würde das Problem sofort beheben. Das wäre lächerlich. Nun, wenn lächerlich keine Option für Sie ist, dann müssen Sie warten, fürchte ich. Vielleicht sehe ich mir das selbst an. Ich habe für die Mikrogravitation trainiert. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Was ist denn der verdammte Poltergeist? Ist der auf der anderen Seite? Also eine Mimik ist gerade in dem Stromding verreckt. Ah, nun gut. Ich kann mir natürlich mit Glow-Zeugs einen Weg basteln darüber, ne? Würde ich allerdings gerne ohne einen Poltergeist tun. Speichern. Das ist wie ein böser Traum.
Nee, wieso Traum trifft es nicht ganz. Glaube ich, gerade ganz kurz das Wasser tatsächlich berührt. Ich würde diesen fucking Poltergeist sehen. Stirb doch einfach. Oh, wir haben keinen Schuss mehr. Zum Nachladen mehr für die Pistole. Code zum Ersatzteillager wurde geändert. Es gab einen Kurzschluss und die Sicherheit hat ihn zurückgesetzt. Oh, klar, danke. Hey, vielleicht sollte ich das nicht sagen, aber... Was? Spucken Sie es aus. Es gab halt ein kleines Leck und, ich habe Connelly gesagt, wir sollten auf neue Teile warten, aber... Duncan, Ihr kleiner Wettbewerb mit Connelly ist mir scheißegal. Gehen Sie damit zu Brooks. Der Code befindet sich in dieser Nachricht. Aua. Warnung. Vitalwerte kritisch. Aua. Das machen wir nie wieder. So. Emmanuel Mendez. Wir fangen mal an. Emanuela? Ich darf zwar eigentlich mit niemandem darüber reden, aber da ich sie sehr gerne mag, wollte ich, dass sie Bescheid wissen. Die Fluchtkapseln funktionieren nicht. Wenn es auf der Station je zu einem Notfall kommt, dann versuchen sie nicht, sie zu benutzen. Sie arbeitet allerdings gerade daran, eine zum Laufen zu bringen. Erzählen Sie das niemandem weiter. Hallo Emanuel. Die E-Mail war ein Versehen. Ignorieren Sie sie einfach, was ich darin geschrieben habe. Ist auch nur ein Scherz. Ich wollte niemandem einen Streich spielen. Frank. Scheiße, Connelly. Ich glaube, Duncan ist dieses Mal echt angepisst. Mussten Sie ihn so erniedrigen? Sein Operator war so gut wie fertig. Wenn er damit zu Brooks rennt, sind wir alle fällig. Können Sie sich nicht einfach küssen und gut ist? Money. Igitt Krasikov, also bitte Money. Sie wissen doch, dass ich nur Augen für Sie habe. Außerdem keine Chance, dass Krasikov Kampf-Ops verpfeift. Er hat uns doch geholfen, das aufzuziehen. Es würde ihm genau wie uns an den Kragen gehen. Außerdem glaube ich eh, dass er mehr der Typ für kleinliche Racheaktionen ist. Geben Sie ihm eine Woche. Ich wette, er kommt darüber hinweg. Ah, die haben illegale... Die haben Operator so umgebaut, dass sie kämpfen. Damit illegale Kämpfe ausgetragen. Also so als Zeitvertreib. Lustige Idee. Beantrage neuen Operator. Beantrage neuen Operator. Transstar Kobold 410 Technik Operator. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist undicht. Ich lege das auf. Fertig. So, ich denke, hier oben haben wir jetzt dann erstmal alles erledigt. Let's see.
was wir hier in der Kühlmittelkammer noch alles erreichen können. Da unten waren defekte Geschütze. Hilft uns gerade akut nicht. Bin ja fast fürs Droppen hier. Wenn ich nicht so Angst vor Mimics hätte. Das ist ein unfertiges Geschütz. Einmal ins kalte Wasser springen, dann passt das schon, ne? Hier ist noch ein Zugang zu so einem Schacht. Okay, wir müssen nach ganz unten. Hier ist viel Option für Schleichen, also Sachen, hinter denen man sich verstecken kann und sowas alles. Wir sind immer noch Ebene B2. Das ist ein bisschen uncool, weil ich wollte eigentlich so langsam mal Richtung Recycler und so. Um diese ganzen Sachen mal vernünftig wieder zu verwerten. Das Inventar dürfte schon wieder ganz gut voll sein. Waffen-Upgrades, 9 Stück? Ja, Moment. Wir machen jetzt die Schrotflinte voll. Fertig aus. Dann machen wir die Pistole voll. Dann reden wir über was anderes. Waffennarr. Ja, ich dachte mir, dafür gibt es bestimmt ein Achievement. So, wir haben noch 3 Stück. Effektive Reichweite kommt, bitte. Ja, keine Ahnung. Präzision fand ich nie schlecht. Wir nehmen es. So. Vielleicht haben wir schon ein bisschen mehr Platz hier. Und 5 Neuromods haben wir auch gerade noch. Die Jagd Wasmi. Ganz genau. Sie werden ausgesperrt. Okay, Sie brauchen die Schlüsselkarte eines Leiters. Talia Brooks. In der Kühlmittelkammer. Sie ist tot, aber sie hat ihre Schlüsselkarte sicher bei sich. Talia Brooks. Muss ich jetzt echt zur Sicherheitsstation zurückgehen, um mir die anzuzeigen, wo sie verreckt ist? Eigentlich eine Schande, dass die ganzen Geschütze nicht mehr funktionieren. Mimik. Was mache ich denn hier für eine Sauerei? So. Das war's aber nicht du, ne? Nee, du bist ein Mann. Vielleicht ist sie auf der linken Seite. Ich will jetzt eigentlich echt nicht zurück. Latschen. Wir könnten auch über die Mitte da gehen.
irgendwo hier vielleicht. Das hört sich so an, als wäre auf der anderen Seite ein Telepath. Nee. Ja, okay, aber wenn es hier nicht ist, dann muss es ja. Müssen wir doch zur Sicherheitsstation. Bevor ich gleich anfange, hier alles abzusuchen, bis auf den kleinsten. Bis auf das kleinste Stück. Los, geh auf. Du gehst nicht da rein. Technik-Operator mag sein Leben nicht. Das Terminal war hier. Besatzung. Zählt das zu Kraftwerk? Wahrscheinlich, ne? Da. So, da gehen wir jetzt auch noch hin in der Folge, bevor ich einen Cut mache. Das ist überlebt. Passen Sie bitte auf. Ja, pass du auf. Da drin ist Strom. Party. So, Talia Brooks. Die liegt im Feuer. Kein Wunder, dass ich die nicht gesehen habe. Okay. Okidoki. Da kriegen wir hin. Feuer ist kein Hindernis. Normalerweise verschwende ich meine Ressourcen nicht. Hat mir gezwitschert, dass sie letztens ein Leck recht eigenwillig gestopft haben. Ach ja? War es ein Schleimervogel namens Krasikov? Möglich. Ist da was dran? Wenn ja, kriege ich dann den Hintern versohlt? Schlimmer. Ich stecke sie ins Aalbecken. Autsch. Nee, das Lager war leer. Also habe ich mir eine Glue von den Jungs aus dem Maschinenlabor geliehen. War okay. Genial. Aber achten Sie nächstes Mal lieber drauf, dass wir genug Ersatz auf Lager haben. Alles klar, Boss. Nichts Besonderes bis auf noch ein Neuromod. Wir haben schon wieder 6 Stück. Holy moly. So, wir brauchen aber 8 leider für Rückstoß 3 oder wie ich ihn lieber nenne, Schild 3. Maschinenkontrolle, Psychoschock ist alles nicht so geil, ne? Furchtresistenz. Geht so. Doppelgänger finde ich noch witzig, von wegen, du bewegst dich bloß schnell und dann hinterlässt du einen Doppelgänger, der die verwirrt. Phantom erzeugen. Nee. Das hier wiederum finde ich wieder gut. Ätherresistenz. Damit könnte ich. Das hört sich geil. Genauso wie hier gibt es doch auch irgendwo Schockresistenz oder so, ne? Elektrostatische Resistenz. Wo du 50% weniger bekommst. Und nicht betäubt werden kannst. Und dann die anderen 50% im Prinzip wandelst du in Psi um. Das ist voll geil. Oder thermische Resistenz. Eigentlich sind die Resistenzen halt echt witzig, aber. Im Optimalfall wirst du einfach gar nicht erst getroffen. So, wir haben jetzt eine Schlüsselkarte hierfür. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da oder ein Like. Nächste Folge kommt wie immer übermorgen 21 Uhr. Bis dahin, habt einen traumhaften Tag. Haut rein.